Boah, Tilly, krass schnell. Turboman heute. Ich sehe jetzt, dass ich live bin und das ist schon geschrieben. Respekt. Und der Kai, einen wunderschönen guten Abend. Was höre ich denn so schlecht, ey? Aber gehen. Immer noch Dunkel vor Ohren. Habe ich den Tipp jetzt geändert? Hellenhaft? Ja, ne? So, mal wieder vergessen. Der Kai und der TLW. Turbo schnell. Aber der TLW war schneller. Ach, weil ich wieder. Ich kriege gleich wieder einen Krampfanfall hier, wenn ich das schon sehe. Mit den ganzen Zappelbildern da. Wahnsinn. Ich habe 3 Monitore um mich rum, wo überall Zappelbilder drauf sind. Außer auf einen. Da ist die Olga am Stehen. Ja, genau. Ja, kurz nach meinem Stream gestern wurde auch der Netto unter mir ausgeraubt. Also, das läuft hier. Das läuft hier gut. Wo ich wohne. Ich wollte eigentlich einkaufen gehen, aber war erst beim Gyrosmann. Schade, vielleicht hätte ich ein Held werden können. Aber ich bin keiner geworden. Nein. Ich hab's nicht mitbekommen. Naja. Er hätte mich bestimmt erschossen. Ich wäre in allen Medien gekommen. Und dann hätte ich ganz viele Follower bekommen. Hat man ja so viel von, wenn man erschossen wurde. So, gut, nein. Jetzt will ich aber aufhören mit dem Blödsinn. Let's go! Ja, ich bin noch dabei beim Go. Immer mit der Ruhe. Ich habe jetzt mal bis heute Mittag geschlafen. Gestern noch lange wach geblieben. Hat nämlich lange gebraucht, diese eBay-Mann, bis er kam. Nachdem der weg war, wurde der Netto ausgeraubt. Seltsam. So. Ja, bis jetzt haben wir 2 Chat-Teilnehmer. Interessant. Aber es ist schon mehr als was manche haben. Also ist schon mal gut. Melde mich zum Dienst. Pünktlich 18 Uhr habe ich gestartet. Habe ich gesehen. Hallo Nutze Gamer, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. Ich gucke immer, auf deinen Namen, aber dabei muss ich an der Kamera gucken. Ich werde das nie lernen. Ich habe gestern Abend tatsächlich, nachdem ich dann ja, das falsche Video runtergeladen habe und hochgeladen habe, dann auf YouTube, das ist egal, Dings geguckt, Funk, den Funk. Wie heißt der? Da heißt du nicht nur Funk. Keine Ahnung, auf jeden Fall der Kumpel davon Gronk. Der hat Sons of Forest gespielt und dann habe ich gesehen, dass ungefähr alle Dankeschön für 100 Bits, vielen Dank. Start 100 Bits fürs Timi. Warte, ich lade voran. Ein Quatsch. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, jetzt Schichtmeister. Und danke nochmal Schichtmeister. Du weißt wofür. Old Timer. Ja. Moin, grüß dich. Kasse Kolonia, auch einen wunderschönen guten Abend. Mein Gott, ich habe den Dienst ja keinen. Ich darf meinen rechten Arm nicht zu hoch heben. Das war, ich habe 2. Meine Kuscheljacken sind das immer verarbeitet von der Feuerwehr. Ja. Da ist das ganze Stadtwappen drauf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hanna, einen wunderschönen guten Abend. Scooter, grüß dich. Schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ich quäle deinen Kuckuck zum Chat. Ja. Kai habe ich den Holo-Kai mit der Tür gefallen. Und Dankeschön für die 10 Bits. Vielen Dank. TLW. Holy Faultier. Einen wunderschönen guten Abend. Mein, wo kommt denn alle her? Habt ihr gewartet? John, guten Abend zusammen. Namen zusammen, sagt er ja. Namen dir auch. Was ist das? Kenne ich wieder nicht, verstehe was Neues. Hat einen Zuschauer 3, Private. Ich weiß nicht, was das bedeutet. wieder Angst. Schon wieder was Neues. Schon wieder was Neues. Machen die da immer was Neues? Der Trinkadon muss langsam einschuben. Den blöden Becher. Da wird sie fleißig begrüßt. Sehr geil. Ist ja schon eine kleine zusammengewachsene Community, ne? Hier muss man sagen. Ach man, so ein Emote will ich auch machen, ey. Aber ich weiß nicht wie. Wie soll ich das mit diesem ernsten Spielesymbol machen? Panda! Einen wunderschönen guten Abend. Du wirst ja mal jetzt hier nicht so groß. Gestern Abend ging es mir noch gar nicht so dolle, muss ich sagen. Gestern Abend war ich noch ein bisschen kränklich. Und heute habe ich auch bis 13 Uhr geschlafen. Also, das ist gar nicht so meine Art. Deswegen kam auch keine Folge auf YouTube. Das ist immer ein bisschen blöd. Da steht jetzt eine nicht so sexy angezogene Person. Obwohl, ich finde sie tatsächlich. Ich weiß nicht, wie schmuddelig hier schon aussieht. Was war das? Minus. Rechts auf dem Nummernblock könnt ihr das entfernen. Sieht das irgendwie fast aus wie so ein Raumanzug, ne? So ein Motorradkombi. Wahnsinn. Aber er ist nicht kalt und ist nicht warm. Also eigentlich ist das der optimale Anzug für dieses Milieu hier. Hallo Ghost, grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Boah, krass, ey. Ah, Dienstag, das ist eigentlich der schlechteste Tag zum Streamen. Und Nanubis, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Oh, das ist leise, ne? Ich habe den ganzen Tag Musik laufen, habe Wäsche gemacht und so ein bisschen. Ich habe so Hausfrauensachen gemacht, ne? Also da, oh, unsere schöne Wand. Unsere schöne Wand. Ich habe auch die ganze Zeit gerade versucht zu lesen, was da steht. Das in, aber die zappelt immer so. Das in, Antiform, oder was heißt das? That because was to lie, was lie? Immorte, irgendwas mit Erinnerung. Mein Englisch ist so schlecht, was da drauf steht. Was sie gravierte. Und Buschi, auch dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da bist. Bist extra Herzen. Ich sehe es wieder mal. Es blitzelt und blinkt rechts neben mir hier immer schön. Meine Nase ist ein bisschen zu. Das ist also, es kommt und geht und kommt, diese Erkältung. Also das ist echt gruselig. Man weiß gar nicht, ob man gesund oder krank ist. Also das ist echt gruselig. So, Wetter ist scheiße. Ich muss mal kurz ein bisschen... Wenn wir schon mal hier sind, ne? Ein bisschen Gartenarbeit leisten. Wo scheinbar schon einer dran war hier. Ich habe heute nichts gemacht. Ach doch, glaube ich, habe heute Mittag einmal. Stimmt. Nigen. Einen wunderschönen guten Abend. Interdentalraum, einen wunderschönen. Auch schön, dass du da bist. Funk Royal. Funk Royal heißt der, verdammt. Das hat jetzt aber auch keiner geschrieben, ne? Den habe ich gestern geguckt, weil ich The Son of Forest sehen wollte. Aber ich habe ganz vergessen, dass der ja so ein Monk ist, was das betrifft, was das Bauen betrifft, ne? Also er ist ja ein Monk. Das ist ja keine Beleidigung, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Das ist einfach nur Bauen gewesen, ne? Da habe ich von dem Spiel gar nichts gesehen, aber ich konnte irgendwie nicht aufhören zu gucken bei dem Typen. Weiß auch nicht warum. Hat halt fleißig rumgebastelt. Weil ich ein bisschen erstaunt bin, was für viele Wahnsinn. Grüß dich, Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn ist auch da. Und und lässt noch ein Follow da. Dankeschön. Der Wahnsinn. Ja, der ist ja hier nicht fern. Wie viele Speicherfehler und sowas alles noch entstehen. Ne? Ich dachte, die Forest-Typen, die hätten aus dem ersten Spiel was gelernt, aber irgendwie ist das total fehlerhaft für Spiele. Ne? Das läuft gut. Das war besser als irgendwie ein Early Access-Titel, den man so... Okay. Early Access-Titel, den man jetzt so jetzt nicht kennen würde, wie Forest damals am Anfang, aber es gibt immer noch so wie Sachen wie, dass das Spiel abbricht, dein Speicherfortschritt weg ist und sowas. Also das hätte ich nicht erwartet von den Entwicklern, muss ich sagen. So, und eine Sache, die habe ich jetzt gerade noch gesehen, die will ich jetzt mal. Ich habe 4 mal Nähzeug und 4 Nadeln. Was muss daraus gebaut werden, hä? Und einfach so, ist ja egal. Zack. Was muss ich jetzt machen? Weil war gerade schon mal kurz drauf. Schichtmeister. Ich habe schon 2 Follower gemacht. Wie habe ich das denn gemacht? Also irgendwie wird das komisch gerechnet hier auf Twitch. Oder die entfollowen immer nach dem Followen. Die Leute, keine Ahnung. Erwartet von SCUM-Entwicklern absolut nichts mehr. Ja, glaube ich dir. Also deine Meinung, was SCUM betrifft, ist mir jetzt mittlerweile ja sehr bekannt. Und ich bin schon fast auf einer Seite, ja. Wie man aus den Streams hergehen kann. Ne? Glück auf in die Runde. Goti, Glück auf, auch dir. Auch wenn die Zechen leider ausgestorben sind, das kann man ja sagen. Ne? Meine ganze Angehörigen damals haben alle noch bei der Zeche gearbeitet. Oh, mittlerweile kein einziger Mensch mehr. Oh, das kommt einer Bauern. Obwohl, das ist Bauern. Blödsinn. So, ja, also ich wollte heute ein bisschen aufbauen, also hier die Basis, also nochmal 1, 2, ihr wisst schon, Wände machen, dann vielleicht ein bisschen looten gehen, jetzt kam natürlich der Regen wieder, ist klar. Die Axt macht eh nicht mehr lange mit. Ich habe meine Rente dort noch erreicht, ja, sehr hervorragend. Mein Onkel auch, aber dann hat er leider Leukämie bekommen. Ne? Hat sich davon auch nie erholt und ist gestorben. Aber er hatte ein paar Jahre von seiner Rente immerhin. So. Also am besten machen wir das direkt mit einem Auto. Ne? Bevor wir jetzt hier wieder rumhampeln wie die Blöden. Aber ich will hier nur ein bisschen Boden machen. Schon laut, ne? Ich habe doch gerade einen Baum gefällt, ne? Der müsste doch hier liegen, das Zeugs. Bin ich jetzt blind wieder oder was? Oh, egal. Also das müsste sich in meinen Brillengläsern widerspiegeln. Das, dann würdet ihr sehen, was für ein Wahnsinn rechts immer an Zappeleien da ist, ne, von Emotes. Puh, hab mir jetzt die letzten Tage alle Videos von Streams angeschaut. Alle? Muss man doch nicht machen. Warum? Achso, frohe Weihnachten. Ja, bei uns hat es ja auch hier Schneeregen, volle Möhre. Zeichen her hier. Zapp. Ja, ich rüste so weit auf, wie ich kann halt. Und das war's schon. Also Holz ist bei mir das Maximum. Ne? Und hier will ich eine Treppe hinbauen, wenn es geht. Nein, das geht natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Warum nicht? Weil es wieder Dreiecke sind, ne? Ja, klar. Ja. Das ist ein Chaos immer, ne? Da kannst du also nichts dran setzen. Nichts. Ja. Es geht in nichts. So. Wie gesagt, ich bin zu faul, wenn der Baum, wenn die Bäume weg sind, dann habe ich keine Lust mehr zu bauen. Überleg schon, mir SCUM zu holen. Ja, dann warte nochmal. Das kommt bestimmt bald wieder im Sale. Kann nicht mehr lange dauern, glaube ich nicht. Und dann kannst du dir das für die Hälfte des Preises holen. Momentan würde ich wirklich noch ein bisschen warten, bis sie mal wirklich wieder ein Update rausbringen. Genau, du würdest jetzt als Neuling natürlich viel Spaß haben am Anfang. Definitiv, auch lange Zeit. Gehe ich mal, ist sie so K.O. oder was ist mit ihr los? Ach ne, die hat irgendwas, warte mal. Eine volle Blase. Nein, das ist absolut falsch, was man machen sollte. Hinlegen, da. Gut. Tim, was? Treppe geht auch. An den drei, okay. So eine Wendeltreppe oder so. Ja, aber da geht's ja nicht, ne? Ihr habt es ja gesehen, war ja rot. Tatsächlich wäre das auch noch eine schöne Idee. So eine Treppe. Oder so eine hier. Na, da brauchst du da Foundations für. Ah, es nimmt gar nichts an dieser Ecke hier. Da kriege ich ja nichts hin, ne? Gar nichts. Ich habe es ja zugebaut, glaube ich, mit dem Teil hier. Wenn ich die Teile nicht hätte da, dann würdest du daran bauen dürfen. Aber ich glaube, ich muss damit leben, dass es hier einfach so eine offene Terrasse ist. Keine Ahnung. Kriegst du nicht anders hin. Ich kann auch keine Rampe ranbauen, was blödsinnig wäre, aber... Aber ist schon schade, dass das Spiel eigentlich bauen ist, wie man will. Ne? Dass alles irgendwie so vermurkst ist. Muss es denn jetzt regnen? Muss es jetzt regnen? Was? Ist das denn schon wieder TW? Nur momentan muss ich eine OP noch abwarten und vielleicht reden, was Rea. Dann schaue ich mal. Genau. Guck mal ab und zu vielleicht einfach. Du kannst ja auch mit dem Handy einkaufen. Das geht ja auch bei Steam. Ne? Vielleicht hast du ja genau dann die Zeit, da mal zuzuschlagen, wenn es wieder ein Sale ist. So Oster-Sale oder irgendwas für ein Sale. Keine Ahnung, was für ein Sale wieder kommt demnächst. Summer Sale. Ne? Ansonsten kann man natürlich noch auf MMOGA oder so, ne, umzwitschen. Ist auch kein Problem. Da kann man die Spiele ja auch sehr günstig kaufen. So. Ist immer schade, dass man keine Sticks braucht, ne? Die sind immer schneller zu bekommen. Sexy. Grüß dich, habe ich dich gar nicht gesehen. Da oben steht das Servus. Ihr tut einfach zu viele Leuchtmittel nutzen für eure Posts. Ich komme nicht mehr klar. Auf jeden Fall gestern Funk Royal geguckt da. Der hat ja ein bisschen Sons of the Forest gespielt. Und da habe ich mir schon gesagt, Alter, ich brauche das auf jeden Fall nicht streamen. Denn ungefähr... Jeder streamt das gerade. Es ist egal wer. Ob der einen Follower hat oder 1 Milliarde Follower hat. Ne? Jeder streamt das gerade. Also spare ich mir die Arbeit und stream's nicht. Ne? Dann hast du auch keine Zuschauer durch. Vielleicht wenn es mal ein paar Versionen weiter ist und man das Zeug durchzocken kann oder so. Ich bin eh neugierig, was da für eine Story auf uns wartet. Klexi, hallo. Es kostet sau viel zum Aufwerten, die Scheiße, ne? Boah, ist ja noch richtig Unwetter. Ich hole gleich ein Auto, keine Angst. Das macht keinen Spaß, hier so aufzuwerten. Oder die Schubkarre. Hallöchen. Moin. Guck mal, ich hab was für dich. Bin gespannt. Oh, Steffi Spaß-Items. Jo, deswegen. Ja, vielen Dank. Gerne doch. Viel Spaß noch. Ja, dir auch. Mann, kriegt man einfach so Geschenke immer, ne? Das ist... Das sollte eigentlich so nicht sein. Aber so ist es einfach, ne? Warte mal, Waffen habe ich jetzt da oben. Das muss ich wieder aufräumen. Ja, ich wollte das direkt auf die AK schmeißen, so. Wie kommt da Waffen hin? Ersatzgoldene. Da steht ja nicht jeder drauf. Ich mag die goldene. Ziemlich sogar. Waffen. Ist zwar nicht 100%, aber fast. Okay, man ist eigentlich so ein fettes Scope da drauf. Auf eine AK. Naja, im Einzelfeuer? Wer weiß, ne? Vielleicht macht das sogar Spaß. Ich hatte aber da bessere Sachen drin, wenn ich mich nicht täusche. AK-Munition, also ich hatte auch ein ganzes Magazin. Da ist auch ein schönes AK-Magazin. Ich habe ein Ding-Visier, was ich da gerne drauf machen möchte. Die mag ich nicht so. Das ja auch nicht. Was auf der AK perfekt wäre, ist, zeige ich euch gleich. Ja. Einfach gucken, wie so schön AK-Munition reinpuppelt. Mach ich schon mal die erste heutige Kerzenpause. Geschenke in Form von Kugeln. Hast du doch auf dem letzten Server bekommen, oder? Ja, genauso. Der so beendete ist den Server. Boah, guck die mal an, ey. Kann man die eigentlich auch sauber machen? Nee, ne? Ja, sehen wir in den Medien oft genug letzte Zeit. So. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier irgendwo noch was drin hatten. Irgendwo. Da. Obwohl ich das tatsächlich sogar noch geiler finde. Obwohl, das ist... Hat mit einem vierfachen Zoom, ne? Den habe ich schon fertig geladen gehabt. Kann ich laden. Aber ich will jetzt auch nicht schießen, wäre Blödsinn. So. Scheiße. Oh, mit Gravur. Ja, die gute ist das. Die schöne. Deswegen hängt sie hier am Schrank. Hier kommen nur die besten hin, die ich finde. Also K98 mag ich sehr gerne. AWP habe ich eigentlich nie benutzt im Spiel, muss ich sagen. AK-47 ist natürlich Bombe. Dankeschön. Wahnsinn. Wahnsinnsniese war das auch. Volle Nasenorgasmus, ey. Boah. Und hier, wir denken dir. Und nochmal eine AWP. Das heißt, ich müsste eigentlich nicht da hängen. Ne? Das ist eigentlich Blödsinn. Und die anderen brauchen natürlich auch noch Scopes. Keine Frage. Da heißt eigentlich bauen. Unsere Fähigkeiten. Oh, ich hasse dieses Ding, ne? Ja, es ist immer noch grau. Was heißt denn, welcher Skill ist auf... ist abhängig dafür, dass ich da bauen darf. Welcher Skill ist das? Überleben oder? Baufertigkeiten. Baufertigkeiten, ne? Also da sind wir ja gerade bei. Mal gucken, ob wir den dann verbessern. Also wir sind ja blöd, mega am Bauen. Also wenn wir da nicht leveln, dann weiß ich auch nicht. 91% haben wir schon. Oh nein. Schönes Grupplein. Falsch. So. Ich glaube, ich muss gleich einmal Flicken fahren in die Innenstadt. In Timi Town. Jetzt ist meine Achse kaputt. Ich habe keinen Bock, eine neue zu suchen. Aber ich schon mal gerne zu bauen. Ne? Ja, jetzt wieder was los. Hab ja gestern Abend hier verpasst, ey, bei mir zu Hause, muss ich sagen. Aber der Nettomarkt wurde überfallen, tatsächlich, mit einer Handfeuerwaffe. Wahnsinn. Direkt neben mir, sozusagen. Ich hätte ein Held werden können. Nein, ich habe ja oben rumgelümmelt. Ich glaube nicht, dass ich tatenlos daneben stehen könnte. Weil ich nie glauben würde, dass die eine echte Waffe haben oder sowas. Also würde ich wahrscheinlich schnell erkennen. Ob es eine echte ist oder fake. Ja, und wenn du es nicht erkennst, dann bist du natürlich auch feige. Aber was hätte ich gemacht, wenn ich gestern nach dem Stream im Netto gegangen wäre und hätte diesen Überfall mitbekommen? Einfach schönen guten Abend, Lord Oleg. Na, eben habe ich doch gerade hier reingeschmissen. Das müsste eigentlich für die Axt erstmal lang. Bei diesen Dingern braucht man einfach zu viel. Ne? Nein, falsch, falsch. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. So. Aber wird schon geiler, wenn das also das Holz ist, aber es dauert halt 100.000 Jahre, bis das fertig ist, ne? Und TDW, Dankeschön für 7 Bits, vielen Dank. Reparieren, mehr wollen wir ja nicht. Die Sonne kommt wieder raus, wunderbar. Regnet. Was? Nimm das Auto. Achso, na Quatsch, ist egal. Wir skillen einfach gerade. Das ist einfach, egal was du machst, du skillst, ja. Teure Reparatur für so eine doofe Axt. Würde ich gar nicht. Ich glaube, mehr geht nicht mehr. Ne? Scheiße. Wir haben sie zu doll kaputt gemacht. Aber 50% ist ja schon mal etwas. Und hier ist wahrscheinlich eine neue drin. Ne, nur eine Schuppe. Tim, wie lange dauert es noch eine Regel, bis man auf deinen Server zugelassen wird? Aber ich habe gestern nichts mehr geschafft, ne? Das tut mir leid. Normalerweise trage ich gleich ein. Guck gleich mal. So. Achse safe. Das können wir da im Dings. Schubkarre. So. Scum, Scum. Immer dieser Stress. Nein, Quatsch. Er hat ja gestern schon geschrieben. Ich habe ja gesagt, ich mache das, wenn ich fertig bin. Habe ich nicht und habe gelogen dementsprechend. Aber dementsprechend muss er ja mal was machen. Mal ganz kurz reinäugeln. Ich habe da irgendwas runtergeladen. Jetzt habe ich wieder komische Symbole hier. Was soll denn das, ey? Oh, nee. Schon wieder irgendein Virus. So, wo geht Discord nun auf? Da oben. Okay. Du musst mich angefragt haben, da bist du. Und weg bist du. Wo bist du jetzt? Jetzt bist du wieder weg. Ach da. Steam-ID. So. Eine Sekunde. Bin sofort soweit. Bin sofort vorbei. Ja, muss mich dann auch rumkümmern, wenn ich das sage. Ich habe es gestern gesagt. Ich habe es nicht gemacht. Ich gebe es ja zu. Ich war gestern faul. Ich war auch heute den ganzen Tag faul. Nicht Cookies verwalten. Akzeptieren. Alle akzeptieren. So. Fertig. Nicht auf der Bannlist. Dann wärst du völlig falsch. Das ist mir auch schon passiert. Hab jemanden auf der Bannlist gesetzt anstatt auf der... So, safe. So, bist zugelassen. Das zu dem Stress. Na, so viel Stress ist das ja gar nicht. Das kriegen wir alles irgendwo hin. Und hier geht's wieder zurück. Zu unserer wunderbaren Olga. Die, was hat sie denn jetzt schon wieder? Schon wieder? Aber wir haben gestern ein bisschen aus dem Brunnen getrunken, aber doch nicht jetzt 800 Liter. Lieben Dank. Bitte. Nein, habe ich ja gestern gesagt. Versprochen ist versprochen. So, was soll man jetzt so machen? Ja, das ganze Haus will ich heute auf jeden Fall nicht. Also ich hätte so ein bisschen Bock auf Airfield heute. Hast du jetzt alle freigegeben, die gefragt haben? Oder nur einen? Ja, nur er jetzt. Weil gestern ja schon gefragt hat. Also viele stehen aber mir gar nicht in der Liste. So. Die erneute Axt. Super, dann schalte ich Reini bitte auch mal frei. Der wartet auch schon eine Woche oder länger. Echt? Ja gut, eine Woche oder länger, da konnte ich ja nichts für. Das war jetzt ja gesundheitlich. Ne? Eine Sekunde. Ich bin gleich soweit. Machen, das ist aber wenigstens die Wand. So, ich möchte wenigstens das fertig machen. Ein kleines Stück. Das kostet eigentlich nur zwei blöde komische. Aber wir haben ja noch eine Tür. Hacken. So, wir skillen jetzt. Ich hoffe mal. Weiter dann den Mist hier. Aha. Aber langsam halt, ne? Lange lässt er sich immer auf sich warten. Das Skill. Oh, jetzt darf die Tür nicht aufmachen, oder was? Nur, was gebaut wird. Wie doof ist das denn? Nur kein Nagel drin. Gut. Wieder Fail. Gucke ich mal ganz schnell rein. Warte. Ich habe ja alles noch offen. Ist ja kein Problem. Außer Discord natürlich. Das wäre zugemacht. Haben wir noch den direkten Nachrichtenverlauf da. Reini, hast du gesagt? Da ist die Dings. Alles klar. 47 wird er. Hat er geschrieben. Safe. Ja, ist drin. Ist drin. Zack, bumm. Und das hier gefällt mir auch nicht so vom Hochgehen. Aber ist egal, wir haben jetzt gebaut und so ist es einfach. Kann man jetzt nichts an ändern mehr. So, da. Ich hab extra mal wegsortiert. Viel besser, oder? Also so verhölzert sieht das einfach schöner aus, so richtig mit ja richtigen Brettern, anstatt so diese, keine Ahnung, das sieht aus wie an einem Strand, so eine Hütte, die ich in so einem ganz uralten Spiel gezockt habe. Passt das echt nicht da rein? So. Wand ist aber falsch rum. Ach, das ist mir egal. Ist ein Eingang. Ist doch egal. Durch die Treppe. Das wird auch so eine Wand hier, siehst du? Und die werden irgendwie so runde Wände. Na stimmt, hast du recht. Die ist völlig falsch rum. Aber ist egal. Ich werde die jetzt nicht wegreißen. Gottes Willen. Für den Eingang ist es ja in Ordnung. Da wollen wir nicht rumheulen. Individuell halt. Ja, genau. Wir sind halt wirklich sehr, sehr flexibel, was das betrifft. Mir wird ja doch ganz schön warm, ne? Kann das sein? Ja, das ist schon witzig, dass man auf Richtung achten muss. Ne? Von außen ist natürlich schöner, so dieses Flockige. Also diese Flöcks hier, Flocke, Holz, Alten. Oder halbe Bäume oder was? Keine Ahnung. Von innen ist das natürlich auch attraktiv, aber obwohl das sieht doch von innen aus wie außen. Komisch, warte mal. So, alle Sachen hier falsch rum. Ne, die geht gar nicht falsch rum. Gut. Also, Kottenrüben. Passt. Rustikal. Blockhaus halt, ja. Ja genau, Blockhaus. Das habe ich gesucht. Ich kann ja auch nicht ändern die Richtung, oder? Aber da sieht man ja schon, was draus wird. Alter. Das ist teuer. Ich habe keine Lust, so lange zu bauen. Aber ihr müsst ja skillen, ne? Die ist richtig. Ja, das sehe ich so, ne? Das musst du beim Anfang schon machen. Das ist die Scheiße. Nicht zwischenzeitlich. Du musst von Anfang an schon richtig planen. Einen habe ich mal aus Versehen da geupgradet. Im Endeffekt weiß man ja eigentlich gar nicht, was die richtige Seite, also wie man das haben will, ne? Im Endeffekt. So eine schöne glatte Seite hat ja auch ihren Charme. Aber man ist in dann dieses Holz. Das sieht natürlich auch blöd aus, ne? Also es sollte eigentlich gar keinen Falschrum geben, in dem Sinne. Wenn man eine da rum macht und eine so rum, eine so rum, eine so rum, eine so rum, das ist doof. So, ein Flock. Ja, ich sehe mich schon wieder am Baum fällen. Er guckt immer weg von der Kamera. Das ist super nervig. Warum eigentlich? Ein kleiner Akt, den man immer hat hier, ne, mit den Bauern. Die können doch nicht viel kosten. Ganzer Baumstumpf. Also immer wieder pro Stream so ein bisschen was bauen und dann irgendwann mal auffällig sind, ne? Haben. So. Bauzigarette, ich meine natürlich Kerze. Die sind auch auf jeden Fall richtig rum. So. Unsere Butze ist jetzt aus Metall und wird auf Ziegeln aufgebaut. Das kostet. Ja, das kostet. Das ist so unglaublich teuer im Haus. Aber man hat am Anfang einfach nicht das Gefühl, dass man was schafft. Das ist das Problem, ne? Bis man dann irgendwann sieht, oh ja, es geht vorwärts hier. Ne, ich sag mal jetzt aufrüsten, nochmal das ganze Material mal zu beschaffen, ne? Das ist einfach unglaublich viel Arbeit. Man kann sich natürlich mehr Hilfsmittel holen, was natürlich einfach geht, wenn man nicht so weit laufen muss. Bau doch mit 2 Freischnitten und Fundamenten eine Treppe. Nimm das Auto, ja genau, ja, nimm das Auto, das soll ich immer nehmen. Und ich weiß nicht, warum ich es nie tue, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich renne immer erst wie ein Doofen und wenn ich dann fast fertig bin, nehme ich das Auto. Jetzt ist, was, wie viel will das haben? 5, ne? Aber ich weiß, eigentlich will ich nur immer eine Wand machen. Und dann mache ich immer 5. Also dementsprechend hole ich nicht das Auto. Für diese paar Zentimeter jetzt das Auto holen? Ich weiß auch nicht, ob das lohnt. Sie will halt fleißig sein. Bauen. Wartet mal. Hier. Ach, das dauert auch noch 1000 Jahre. Schubkarre ist besser lustig, das stimmt. Vielleicht mache ich nur noch die Wand. Und dann gehe ich auf Kohletour. Ich muss zum Beispiel keine Brechstange mitnehmen. Ey, hast du schon. So. Oh, das Auge. So. Bart juckt, Auge juckt, alles juckt. Duschen gehen, würde ich sagen. Ne? Gut, zur Holzbrettern zerteilen. Wir sind 5. Jeder hat ein Auto. 2, 3 sind immer voller Holz. War gut. Ich bin ganz alleine hier. Obwohl, letztes Mal haben wir auch Hilfe gekriegt beim Rampenbau und so. Boah, das ging erst so schnell und hier das Haus auch. Die ganze Unterstützung. Da bist du echt fix dabei. So. Wunderbar. Das macht das Herz glücklich. Ein bisschen was geschafft. Ein bisschen was. Da sind auch noch Nägel drin und so. Sollte eigentlich oben im Bauenschrank da mehr Sinn machen. Ich bereite mich vor. Und der Boris, grüß dich. Abend. Einen wunderschönen guten Abend. So, genau 7 Schuss. Was bisschen was zu knacken, wenn wir dabei haben. Ja, ist gut. Leerer Rucksack ist gut. Nähzeugs ohne Ende ist immer gut. Und Sachen repariert haben ist auch immer gut. Dafür habe ich ja 3000 Nähsets. Und was habe ich jetzt? Ich habe gerade was gesehen. Achso, genau. Drei Schuss drin. Wieso ist da kein Schalldämpfer drauf? Das war Steffi, ne? Alter Gammeliger, im neuen Schalldämpfer macht's auch. So, gut. Dann geht es ein bisschen auf Reise. Ich weiß nicht, zu dem er fährt bei uns direkt nebenan. Ich will ihn auch hier oben. Einfach nur um ein bisschen was abzukassieren. Tanken können wir, Kreditkarten haben wir dabei. Ey, ich bin schon wieder Pipi, das kann nicht sein. Ey, wir haben nur ein paar Mal aus diesem Bächle da getrunken. Muss ich dadurch mehr Pipi? Wie blöd ist das denn? Ist denn immer so leise? Bin ich leise? Eigentlich habe ich nichts verändert an der Lautstärke. Schwache Blase. Vielleicht eine Blaseninfektion. Nein, du bist nicht leise. Ja, dann hat einer sein... Ein Zuschauer sein Headset leise. Ich wundere sich, warum ich leise bin. Das ist immer witzig. Und dann macht man sich sofort dazu immer Gedanken. Pausen, Sachen gehen durch den Kopf. Was habe ich falsch eingestellt? Darf ich durch den Bach fahren? Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Hummeln wir mal los. Ja, genau. Ja, Entschuldigung. zum Beispiel gar nicht. Puff. So. Keffelt ein. Oder auch natürlich ein Update für deinen SCUM. Keine neuen Unterhöschen oder Söckchen. Leider. Tut mir leid. Alle sehr darüber gefreut. Oder der allseits beliebte Raketenwerfer, der ist ja. Da kann sich ja keiner darauf abwarten, bis der endlich erscheint. Die Community ist schon ganz heiß. Aber ist okay. Mach ich halt lauter. Das kann sein, dass ich das Mikrofon tatsächlich ein bisschen leiser gemacht habe. Los, wir kriegen Hunger, aber vielleicht viel was zu essen. Ist ja nicht so, dass es ja nichts zu essen gibt in dem Spiel. Gehört. Getriggert haben wir die, das muss ja explodieren. Wie blöd, ne? Nur weil man vorbeifährt. Voll gemein. Müsste sterben. Habe ich. Ich habe auch gesehen. Sogar Steffis. Schön, ey, wenn man sich das so betrachtet, ne? Der auf dem Kasten hat hier auf jeden Fall was. Das ist ein wunderbarer Laufsteg geworden für unsere zarten Mädchen hier. Gerade habe ich in, was? In WW versenkt. Ja, das geht schnell. Schnell, als man will meistens. An den Waffenladen vorbeizufahren, finde ich immer. Aber ich will jetzt noch nicht die Tasche voll haben. So. Oh, wir sind ein bisschen sehr dick eingepackt, glaube ich, ne? HSF 9, das ist auch schön. Scum ist immer gut, brauche ich nicht. So. Guten Abend. Hallo Scarface-Lo, grüß dich. Was hast du denn? Salz, ne? Oh, panzerbrechende Munition. Da ist er. Witzig, dass sie dabei automatisch hinkniet, ne? Bei manchen Sachen steht es automatisch auf und manche Sachen kniet sich automatisch hin. Weil automatisch hinknien irgendwie Logik ist für alles. Wenn man gedeckt sein möchte. Interdentalraum. Dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Den verdient jetzt. '45er, ganz viele. Ja, man kann eigentlich davon nie genug haben, wenn man immer nur 7 Schuss hat. Da passt aber auch was rein, ne? Darf ich ja nicht werfen. Warum auch immer. Was denn? Viel Spaß noch. Ja, danke, dass du da warst. Wo, Wasser. Aber auch ist immens, ne? Oh, gemeiner kleiner Bach hier, ey. Und Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für 300 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Super lieb von dir. Ach, der fällt alles wunderschön mit unserem Bienchen hier, ne? Ich fasse schön fest hier drin. Die waren nicht wirklich konsequent mit ihrem Mauerbau damals, ne? Ja. Als sie diese komischen Mauern gebaut haben. So. Türchen. Ich hab die an. Im Chat rein und siehst sofort mich dann vor dir laufen. Ein Motorrad finde ich nie wieder, mein Leben nicht wahrscheinlich. So. Meine lieben 4 Bunkerhellchen hier, die alles andere als Bunker sind, aber trotzdem einen wunderschönen Loot für uns meistens haben. Bin ich gerade so ein bisschen rummachen. Erstmal so leise wie geht. Aufstehen. Guten Morgen. Oh. Buschi, was hast du da gemacht? Bist du wieder gut durch den Tunnel gekommen? Ja, ist ja gut. Hab ja nichts gesagt. Blöden Zombie. Blöden Max wieder. So. Du wolltest roten Rauch machen. Das ist eh wieder Feierabend. Das hören sie sich wieder überall. Erstmal alles sammeln. Rumpunkte. Ich habe mir heute mal, na lang wieder, warum auch immer, die Intros angeguckt, die SCUM selber gemacht hat. Ne? Da haben wir mal gesehen, worum es hier bei SCUM ja geht. Um Ruhm, um Anerkennung bei den Zuschauern. Denn wir sind ja auf eine, das vergessen wir ja alle, ne? Die ganze Zeit schon. Wir sind ja hier auf eine Insel für Gefangene, die von diesen Drohnen halt gefilmt werden. Ne? Und deswegen haben wir ja Ruhmpunkte. Das kommt alles gar nicht so rüber, so wie die Entwickler das wollen. Habe ich da so irgendwie den falschen Eindruck? Oder schießen die Entwickler freiwillig und extra an diesem Ziel vorbei? Ne, was, es geht ja gar nicht hier um Ruhm. Auch ein 5%iger RS-Adapter ist ein RS-Adapter. Also wir sind ja auf einer Insel und da geht es tatsächlich darum, um Ruhm und Ehre zu kassieren. So sagt der Entwickler das in seiner Beschreibung des Spiels tatsächlich. Für ja, Zuschauer, damit du mehr und bessere Sachen findest oder bekommst. Das ist ja schon irgendwie witzig, ne? 84%, krass. Das will ich gar nicht haben. Ja, keiner antwortet mir. Das ist mal witzig, man. Stille Frage und keine Antwort. Pausenmech ist sauber. Und hier ist ganz schön heiß, ey. Sollte man eigentlich gar nicht meinen, so nah am Schneegebiet, ne? Immer nur so einen Scheiß finden würde, ne? Immer so eine ABC-Maske, ja, immerhin. Ein wussiges Scope. Oder Reflexvisier, besser gesagt. Gibt ja auch nichts. Sowas bringt einem schon was hier. Ein paar Schmerztabletten. Den man tatsächlich sogar mal braucht, hier und da. Eine abartig hässliche Maske. Schrotmulde, die man absolut nicht braucht. voll. Muss ja noch ein bisschen Bubu machen. Was ist denn da hinten? Ein Riese? In einem 1-Laderahmen. Der schwebt einfach nur in der Luft. Also eigentlich hat man da gar keine Probleme im Spiel. Ne? Wenn man einmal die Ausrüstung hat, dann bist du gut. Aber schwuppdiwupp kann dann ein Spieler von hinten kommen und dann ist der Spaß vorbei. AWP-Magazin. Sachen, die ich auch sehr selten finde. Einfach voll popeln. Was soll's? Ich hatte doch auch... Schönes Magazinchen. Vollpacken. So. Onkel Tutti, grüß dich. Was hat er in der Hand? Achso, das volle Magazin. Lernen, die Sachen aufzunehmen. Keine Ruhmpunkte für bekommen. Boah, die ist gut in der Prozentzahl. Wahnsinn. Schön. Ich glaube, so einen hatte ich auch noch nicht. So eine will ich nicht. Da kann ich ganz trocken und ehrlich Nein sagen. Körpertemperatur. Dann verabschieden wir uns für den Pulli. Ich glaube, so eine Strumpfhose muss die Hölle sein mit dem Wetter. Sprit. Das könnten wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Da läuft ein Zombie außen rum. So. Das ist auch so mal leer. Gut. Wie geht's euch? Bei mir geht's gut. Ich hoffe, der Community auch. Ja, man fährt so weit nördlich und dann ist es trotzdem warm. Ne? Also das ist ein ganz komisches Klima hier auf der Map. Aber ich kann jetzt nichts ausziehen, ehrlich gesagt. Eine Strumpfhose. Die sicherlich warm ist. Panda, dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für 200 Bits. Wahnsinn. Alter, 77%. Bald haben wir zu viele von den Roten. Ach, kann man zu viele haben? Nein, kann man gar nicht. Macht man aus Versehen Ruhmpunkte, ey. Das ist echt Wahnsinn. Was man auch Ruhmpunkte verdient. Für... Oh. für eigentlich nichts tun, ne? Nur Hab und Gut einsammeln. Das ist nochmal eine Carbon Hunter, die würde ich auch gerne haben. Dafür Tetris-Möglichkeiten habe ich leider nicht, doch da... Da viel zu viel gefunden. Dafür wollte ich gar nicht finden. Blaubeene. Ich sehe es gerade. Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. Und hallo erstmal. Wir finden sie mich gleich um, die Nudel hier. Voll bepackt und voll am Schwitzen. 39,2, das ist schon also eine Temperatur, die hatte ich glaube ich auch die Tage, wo man sich sehr, sehr unwohl fühlt mit. Welches Büschle war das? Da war ein dicker Baum. Das weiß ich. Ein ganz dicker Baum. Da. Na, wenn man so ein Auto hätte, dann könnte man wenigstens was wegpacken. Aber wir können nichts ausziehen, weil überall was drin ist. Können Handschuhe ausziehen vielleicht noch? Schuhe lasse ich natürlich, kann ich nicht weg. BH. Ja, nur Ersatz. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich warm macht. Der Rest ist eine richtige Abkühlung. Ich wollte jetzt noch viel mehr suchen gehen, aber wir haben schon so viel gefunden. Stunts. Ja, aber ich habe verschlafen. Tatsächlich, ich habe nicht gedacht, aber ich habe bis 1 Uhr geschlafen. Mittags. Kam mir zu nichts mehr. Ich wollte heute ein bisschen Haushalt machen. Ich habe nichts mehr hingekriegt, leider. Aber die kommen jetzt wieder regelmäßig, keine Angst. Dass wir eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Ah, mein Körper freut sich einfach gerade über Ruhe, glaube ich, wenn ich mal Ruhe mache. Der liegt ja schon lange, ne? Das ist einfach so vorbei, den scheiß Bach wieder. So. Gas geben. Oh, Alter. Gas. War das Glück oder war das... Alter. Dieses Motorrad ist unberechenbar einfach, ne? Ich habe noch gebremst und es ist trotzdem noch durchgeflutscht. Mehr Glück als Verstand manchmal, ehrlich. Teddybär, grüß dich. was ich finden würde. Ich habe einfach keinen Platz dafür. Und Dankeschön für dein Follow. Carbon Real. Grüß dich. Carbon Real. Also ein Carbonrad. Gucken, was da drin ist. Hier ein MAE. Mit. Ob die Waffe sich lohnt mitzunehmen. Wahrscheinlich ja nicht. Ein Bier. Eine Batterie. Wieso habe ich den Wappenschrank nicht gefunden? Boah. Ene, mu. Und raus bist du. Und danke für deinen Sub, Gambius. Vielen, vielen Dank. Das wurde verschenkt. Verschenkt einen. Ach, nee. Revanchiert sich. So, das geht auch? Weiß ich gar nicht. Grüß dich erstmal, Manu. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir rausfinden. Handschuhe. Ich nehme ein Messer. Hässige Maske. Also, so AK-Munition nehme ich natürlich gerne mit. Jetzt wäre ich natürlich neugierig, was hier drin ist. Wenn man schon mal hier ist, ne? Komm mal, keinen Scheiß schon Geiz. Uns ist schon warm genug, brauchen keinen Helm. Boah, das ist hingesteckt. Respekt. Ach, die Maske hat es auf den Kopf gesetzt. Ih, diese hässliche, furchtbare Maske. Ist eine Pause oder was geht ab? Sieht aus wie was? Pestmaske aus dem Mittelalter, ja, irgendwie schon, ne? Ja, Pause. Ne? Geheimes Geschenk. So lustig, das funktioniert. Dankeschön für das Wetz, vielen Dank, TLW. Ich war so falsch, wenn ich den Chat lese, dann kann ich überhaupt null navigieren, ne? Ich bin so schlecht schon im Navigieren. Beide einschlafen. So. Shit, hab ich Scheiße gefunden hier, ey. Gutes Zeugs. Ich schenke mal was in dieser Kanne. Das ist aber lieb von dir. Mein Gott, ist hier hässlich die Maske. Ich muss hier entfernen. Geht nicht anders. Lieber auf dem Boden als im Gesicht, ey. Ein Klabot, was? Klabot, aber würde gut aussehen, ja. Kerzen wir dann alle zusammen raus. Einfach alle Herzen. Herzenpower. Ich glaube, dieser Rucksack wiegt etwas, den wir jetzt haben. Der hat ein paar Gramm Gewicht auf jeden Fall. Auch wenn man ihn, warum auch immer, im ganzen Survival-Spiel, wo es darum geht, Material mitzutransportieren, nicht auf den Rücken sieht. Ich habe ein Verbot bekommen für Herzen. Von wem? Wer gibt mir das Verbot? sieht ja mies aus. Aber lassen das hier mal nicht leer. Weil wir haben ja was gefunden, Leute. Wir gehen mal da hinten. Aber wenn wir hier gratis trinken nehmen, dann nehmen wir gratis trinken mit. Für die beste Community. Mega. Deswegen gibt es hier kein Herzverbot. Vogelschrot. Kuss, 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 Kuss. Habt ihr alle immer solche Bilder her, ey? Bei mir lacht immer einer an der Tanke und macht dann Bumm. Ja, das kommt bei mir auch des Öfteren mal vor, aber ich passe mal auf, bevor ich da reinflitze. So, eigentlich hatten wir gar nicht so einen Durst. Da müssen wir nur wieder 1000 Mal Pipi. Trifalius, grüß dich. Ist das ein Snickers? Kaffee. Wie geht's dir? Wieder alles gut? Besser, auf jeden Fall. Mein Arbeitskollege, mit dem ich morgen arbeite, der habe ich im letzten Dienst zusammengearbeitet, der denkt mit Sicherheit, dass ich morgen nicht komme. Aber mir geht es 10.000 Mal besser als gestern schon. Ne? Zehntausendmal besser. Obwohl ich bis 13 Uhr geschlafen habe heute, was gar nicht geplant war. Eine Latte wäre jetzt geil. Eine Latte. Ja, jetzt mir sie nicht passen, aber... Schönen Kaffee Latte, ja, das wäre jetzt echt was Feines. Okay, ich glaube, dass hier keiner lootet. Ist der Server so leer geworden wieder? Muss ja nicht bedeuten, dass hier keiner lootet, nur weil die Türen zu sind, aber... Das bleibt wie Beton stehen, das Teil, ne? Das ist halt so eine Stadt, wo ich wirklich nicht glaube, einfach ohne zu Begegnungen zu kommen. Also, dass hier kein Spieler rumläuft. Türen. Gerne so eine Toolbox haben. Aber du findest natürlich nie dann, wenn du sie willst. Was war mit der Latte? Die Latte war mal ein Running Gag. Das brauche ich eigentlich nicht, ne? Blödsinn. Das war eine Real-Life-Geschichte. Und ich habe mich verbrannt an der Latte, ne? Weil die Latte so heiß war. Ah, sitze ich wieder hinten drauf. Dass es überhaupt geht, ne? Das Ding müsste umfallen, sowas von. Ich warte noch drauf. Auf eine schöne Latte. Und ich durfte nicht was? Nicht blasen. Achso, ja, die Sachen. Ich durfte keine Blubblase machen. Unfair. Die Latte. Neuer Streamname. Nenn ihn Latte. Ich will immer die Latte heißen. 1000 Namen kann man haben, aber warum eine Latte? 18. Grüß dich. Moin, moin. Kriegst du nochmal Turbo drauf, wenn du so einen Zaun anrempelt? Unterwegs immer schön getankt, gratis. Einmal für $100. Obwohl das eigentlich viel zu viel frisst, ne? Schon voll, kauft euch ein Moped, ihr könnt dann mit 10 Kilometer fahren, das ist alle. Das ist doch scheiße. Schön mit den Sticks drüber. Fast der Plan. Wo ist denn die 18-Jährige hinter? Da ist sie ja. Was? Oh, Hilfe. Das ist wesentlich nicht schneller gewesen, Gott sei Dank. Fliegt das Auto wieder, ist so klar, ne? Temperatur 36,6. Sich so normalisiert. Das Entkleiden. Aber das Schöne ist, man kann keine Unordnung haben im Moped, ne? Weil es ja keinen Inhalt hat. Das ist das Attraktive daran. Dann kann ich wenigstens kein Chaos verursachen in diesem Fahrzeug. So, bauen. Ach. Bitte nicht verschwinden, Teile. Wunderschön, ein 100er AS-Wall-Ding. So einen alten krüppeligen RES-Adapter drauf. Guck mal, der sieht aus wie neu dann. Ist er aber nicht. Und ich habe noch gar keine Magazine dafür oder mal Munition. So. Die Ass-Wall. Das ging noch nie. Carbon Hunter. Waffen. Da ist er. Ach, das liegt in. Sehr schön. Was skillen wir denn damit nur wieder, ist die Frage. Ne? Hier wird alles so langsam, aber sicher heile drin. Das ist das Schöne daran. Das Schöne daran ist das Schöne da drin. Ja, richtig fett AK-Munition abgestaubt. Irgendwo hinpopeln, da wo gerade Platz ist. Super. Warum habe ich das hier? Habe ich das aufgenommen vorhin? Naja, entsteht gerade ein ordentliches Kuddelmuddel, aber es ist egal. Da habe ich wenigstens mehr Überblick als vorher. Das ist schon mal etwas. Ordnung ist das halbe Leben, Tim, auf Tim lebt auf der anderen Seite. Nein, da ist ein bisschen Ordnung drin mittlerweile. Hier, Waffen, Verkauf, ne? Da ist tatsächlich mittlerweile Ordnung drin. So minimal jedenfalls. Ein paar Sachen auf 100% bringen. Fertig. Trinken, damit wir ordentlich strullern müssen. Aber es ist ein bisschen Ordnung reingekommen in mein System hier. Also die Schränke waren wirklich wichtig. So, was habe ich hier liegen jetzt noch? Asphaltteile. Asphalt. Ein Genie beherrscht das Chaos, genau. So sehe ich das auch immer. Genau so, nicht anders. Ich habe noch eine Asswall hier. Kann man ja so lesen, wenn man will, ne? Ja, seht ihr, ich beherrsche mein Chaos. Ich weiß, wo die Sachen liegen. So. Ja, hier will ich ja immer noch ein bisschen aufräumen, aber mache ich ja nie. Dafür dürfen wir auch kein... Das ist wieder so ein Mischmaschmetter hier. Wir dürfen auch kein weiteres Wandregal mehr erstellen. Das habe ich gestern schon geguckt und weiß eigentlich, dass es nicht geht. Doch, darf ich noch, tatsächlich. Ich glaube 5, ne, sind das aber auch mehr nicht. Aber nicht daneben. Okay, da darfst du bauen, so da drin, das ist natürlich safe. Scum. Ich werde dich nie verstehen. Ich werde dich einfach nie verstehen, Scum. Das soll ich machen. So. Scheiße. Wir haben K 30 Schränke und alle beschriftet. Die sind ja auch beschriftet. Ich bin ja eine Einzelperson hier. Du brauchst ja nicht so viele Schränke. Die habe ich gerade gefunden. Wie kann die denn nur Schuss haben, weil ich keine Schuss mitgenommen habe? Ja. Und Dankeschön für deinen... Oh Gott. Dankeschön für deinen Resub. Helikris. Blödsinn eigentlich, dass ich sehe. Alles versuche. Vollbock, was? Macht die Arbeit so Spaß, Marlene? Manu? Toll, nicht mal ein Metallschrott drin. Super. Birnen. Ach ja, da war noch Samen. Und nö, Gärtnern. Kartoffeln. Nein, wollte ich nicht. Knoblauch wollte ich eigentlich auch nicht. Aber herrlich danach riechen. Das will ich immer. Vor allem für die Patienten in der Nacht. Rieche ich gerne nach Knoblauch. Habe ich Zwiebeln und Knoblauch auf ihr Döner? Ja, natürlich. Hau rauf. Das sage ich auf der Arbeit immer. Wollen wir doch alle was von haben. Vor allem der wegen Auer Bauch seit 3 Tagen und dann nachts um 3 Uhr anruft. Der soll auch was davon haben. So. Ich habe ist wirklich ein Bruchteil von einer Sekunde. Schaffe ich immer. Ach, schaffe ich sogar. Hier in der Rakete. So. Küppel gemacht in der Zeit. Ich habe heute das Lied Kiss Me Away, oder wie das heißt, 6-mal gehört. Ich bekomme schon Depressionen, wenn ich das höre. Ja, man hört es doch nicht. Hör auf! Schrecklicher Song. Ich weiß nicht, welcher das ist. Tatsächlich nicht. Kann ich nicht sagen. Also musikmäßig bin ich echt eine Null. Hab keine Ahnung. War ich aber auch schon immer. Ich vergesse alles, was Musik betrifft. Ich kann ein Lied hören im Radio und mir den Titel merken für 10 Sekunden dann, wenn ich das geil fand. Und ich werde nie wieder rausfinden, wie das Lied heißt. Und mein Chaos hat System, glaubt mir das. Oh, toll, die Bomben sind ja gar nicht mehr da. Gemein. Da läuft jede Stunde einmal. Okay. Okay, ihr sollt auch hören muss. Kann ich gar nicht abwarten. So. Einfach mehr Holz mitgenommen. Man kann nie zu wenig Holz mitnehmen. Braucht eigentlich nicht ein Brett, ne? Also ich brauche nur Brett, ich brauche gar nichts anderes. Bretter und jetzt noch Bolzen, wie ich liebe. Hier passen wir so genau. Nägel, aber ist egal. So, noch eins will ich. Noch eins bauen, da flippe ich aus. Ne, das wird jetzt rot. Jetzt darf es nicht mehr. Das war's. Schade. Schöne dicke Flinte hinhängen. Auf so eins hier, so einen schönen Flock da hinhängen. So. Boah, der wird doch richtig gut aussehen, ne? Ein Schwachsinn. Ist eigentlich schlimm, wenn man was nicht fertig baut? Nö, ne? Das spielt, glaube ich, ganz ein Stück Null, ne? Tim, bist du Olga lieber laufen? Was denn? Hast du schon für mehr Transport von Bäumen? Ich wollte ja gar nicht so viel bauen. Ich brauchte ja gar nicht so viele. Ich brauchte ja nicht mal. Ich brauchte einen Stamm. Das war jetzt nicht so tragisch. Was machst du jetzt? Nein. Ach. Schönes Repair-Set. Die hängt auf jeden Fall voller Knarren. Das ist schon mal schön. Genau, ich wollte Gurken pflanzen. Das war mir persönlich noch super wichtig, denn ich habe gesehen, ich habe Gurkenspenden bekommen. Da einmal. Gurkensamen. Und dann haben wir nämlich alles voller Gurke. Gurke ist gut, Gurke gibt richtig viel. Oh, ich dachte, ich mache Unkraut weg. Aber bis sie mal gewachsen sind, ne? Dauert ewig. Waffenstände auf dem Boden. Ja, stimmt. Den gibt es auch noch. Hab ich ganz vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Es gibt ja Action geladen hier erstmal Samenpflanzen. Da müssen wir mal ein bisschen mogeln jetzt einmal kurz. Ja, da haben wir so mal ein Radiochen hierher. Ne? Das ist ja ein bisschen zu schade. Da haben wir aber schon die Lizenzen für das Spiel. Verschütte Flüssigkeit in der Nähe. Mit welcher Flüssigkeit will ich verschütten? Hier. Hat einen Schlaganfall. Das ist doch gar kein Unkraut. Achso, sie hat sie nicht in der Hand. Dann ist ja klar. Was werden wir Gurken kriegen? Ein Gurkenparadies. Das ist immer so spektakulär, dieses Pflanzen, ne? Gurkenliebe. Wo kommt denn dieses Bild wieder her, von wem? Kartoffeln, die handeln? Okay, das muss irgendein Bauernsimulator, Let's Player sein oder Streamer. Kilo. Also die Kilo. Was? 3,90 Euro? Ernsthaft? Ich kaufe selten Gurken, also. Kommt mal vor, dass ich richtig Bock auf mir so ein richtig fettes Sandwich mache. Dann brauche ich auch Gurken. Aber wenn die 3,90 für Kilo kosten, ist das schon ziemlich heftig, oder? Was ist denn hier mit dem Wetter los? Am Sonntag Gurke mit. Okay. Wir haben es viel mehr einkaufen. Kaufen wir Karton Gurken. Saison aktuell sind die nicht. Also Gurken sind aktuell nicht in der Saison. Keine Ahnung. Meine Enkeltochter liebt Gurken. Ich mag Gurke auch. Aber so ein Sandwich ohne Gurken ist scheiße. Auch eingelegte Gurken mag ich gerne. Ist Sommer? Nein. Meine Mama macht immer Gurken im Gewächshaus. Da sind aber auch Teile, da wird jede Frau Angst kriegen. Inge hasst Gurken. Katzen hassen allgemein Gurken, glaube ich, weil sie glauben, dass es eine Schlange ist oder so. Ach ja, 6 Gurken hatte ich. guck mal, die kommen langsam, aber die dauern echt lange. Ich hoffe, die hauen mal bald ein paar Patches raus. Ja, ich hoffe auch. Wird auch wirklich langsam Zeit. Die lassen wir ja ganz schön lange auf sich warten. Aber die wollen mal eine Sache fertig haben. In ihrem Patch, ne? Eine Sache, die denen ultra wichtig ist. Wie zum Beispiel jetzt diese modularen Quads. Keine Sau ruft nach modularen Quads, ne? Aber die wollen die fertig haben, sonst bringen sie den Patch nicht raus. Machen die nicht. Gurken sind immer gut. Irgendwann muss das passieren. Irgendwie anders. Ja, ich werde suchen. Boah, ist das wie eins live? Kennt ihr eins live, wenn die auf Samstag, Sonntag, Nacht da irgendwie so einen Schlaganfall-Patienten da sitzen haben, der die Musik aussuchen darf? Das ist so irre, ey. Das ist so eine irre Musik manchmal. Dance. Meine Freundin mag nur Gurken, wenn ich Nachtschicht habe. Komisch. Dann extra auch. Da muss irgendwas dran sein. Irgendein Geheimnis. Z1 Skillbox, immer noch 21 Stunden. Oh, hat einer Dünger reingelegt. Wie viele Einheiten? Perfekt. Ja, die Musik geht mir zu doll ab. Mal NRW 1, da steht man. Ich höre eigentlich gar keine Musik. Das ist blöde. Also wenn, dann lasse ich wirklich irgendwas Instrumentelles laufen im Hintergrund. Das reicht mir eigentlich mal völlig. Aber so Radiosender mag ich sowieso nicht. Die unterbrechen ja immer die Musiktitel. Ne? Ist ja egal welchen, ob das ein alter, neuer oder ein Schnieker oder ein schöner ist. Aber die müssen die immer unterbrechen, damit man die nicht von da aus aufnehmen darf. Ne, machen ja leider viele. Das stirbt sie gerade, weil sie... Volle Blase, okay. Aber die labern dann immer dazwischen mit ihren ätzenden Laberstimmen, ne? Boah, Tim. Mir nicht böse, aber den Lärm muss ich echt gehen. Ich warte ja auf einen vernünftigen Sender, Leute. Ich sterbe nicht, ich höre dir zu. Wir machen hier wichtige Arbeiten. Dabei muss man Musik hören. Unkraut, wo denn? Geht besser jetzt mit der Musik. Ich habe leiser gemacht. Mehrere Stufen. Ja, macht nicht nur blind, sondern auch taub. Das ist jetzt, was ist das für eine Musik? Wie heißt die? Wie viele Einheiten habe ich denn noch? 12, dann können wir das Mittelding ja auch schon machen. Das ist so richtige Fahrschulmusik, ne? Ich krieg's dafür, dass sie die Radiosender von SCUM. Und ich habe immerhin die Rechte da drauf. Ich darf sie benutzen. Doch das war unser Ding. Da haben wir gesuchtet. Tino, grüß dich. Boah, lange nichts von dir gehört. Es geht ab. Der Dubstep, das war... Boah, das höre ich manchmal noch. So heimlich, so ganz alleine für mich. Ja, du musst Pipi, ich weiß. Ja, 2 Stunden noch, dann Ende. Ja. Yeah. Das tut gut. Ich habe alles geduldet. Und weg damit. Kein anderer stolpern mehr. Da warten wir auf unsere Gurken, die da kommen. Ne? Dort halt noch eine Weile. Gute I. Ging eigentlich, ja. Oh, ich habe meine K95 weggehangen. Wo habe ich die denn hingehangen? Da, die wollte ich gar nicht weghängen. Das wollte ich da hinnehmen. Kann nie genug M1 haben, ne? M1. Nur eine Flucht, keine Nacht. Ich muss den Boden fertig machen, das fühlt mich scheiße. Oh Gott. Was? Da Bings? Da Bingser Maus? Muss? Was ist das für ein Wort? Grüß dich, ich sag einfach mal 9. Das reicht. Haben wir nicht irgendwo hier ganz viele Holzflöcke noch? Das ist sowas wie... Ja, ich habe auch das schlechteste Radio überhaupt gespawnt, ne? Aber das Problem ist halt, dass du das groß hier nicht reinpasst. Also es passt da rein, aber es braucht die ganzen Slots. Besser. Ich frage mich, wo die Entwickler von SCUM diese ganzen Lizenzen für diese Radiosender-Musik her haben. Das muss ja auch ein Vermögen gekostet haben, ne? So, jetzt habe ich hier Axt verbummelt. Wo bist du hingetan? Schon mal bauen. Also irgendwo habe ich eine Axt verbummelt, auf jeden Fall. Schade, soll ich auf dem Dach legen. Beschwören diese. Dieses Blumenbeet beschwören wir jetzt. Sieht man zwar nicht, aber wir beschwören es. Manchmal ist weniger mehr. Ist nur Sound. Das sag mal den Musiker, die sind aber dann traurig. Das ist nur Sound. Dann macht er die Musik und du sagst, das ist nur Sound. obwohl wir eine Säge haben. Und jetzt beschwören wir hier den Blumengott. Kerzen im Hellen. Wo habe ich die Axt verbummelt? Oder alte Game-Musik hören. Haben wir auch gerne mal gehört. Medal of Honor oder Vietcong. Ach ja, stimmt. Ja, die haben ja auch Originaltitel gehabt, ne? Die richtig gut waren. Jimi Hendrix und sowas. Da liegt eine Axt. Da muss ich nämlich gerade dran denken bei Jimi Hendrix, bei der Musik. Also wie fleißig waren wir denn gerade schon wieder? Und jeden Kackbaum gefällt hier. Genau meine Zeit. Ja, ist auch richtig. Die haben halt da früher bessere Musik gemacht, muss man versagen. Gut, hör doch mal jetzt Radio an, da bist du bescheuert. Ich weiß nicht, ob ihr Radio Bollerwagen kennt. Aber das macht ein Arbeitskollege immer an, dann muss ich den verhauen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als den zu verprügeln. Nach 2 Minuten bist du ungefähr 10% dümmer bei so einer Musik. Dieser Mallorca-Scheißmusik, ne? Wisse wahnsinnig von. Vor allem so stumpf und dämlich, aber trotzdem erfolgreich. Also das ist. Es wird mir ein Rätsel bleiben. Nun wieder zu Fuß. Ich wollte auch gar nichts machen. Ich habe jetzt will ja nur den Boden machen. Das ist halt schnell gemacht. Das Stück da. War schöner, wo man Sticks brauchte. War einfacher. Nach dem 12. geht auch. Okay? Nach dem 12. hörst du jedes Lied. Außer Sion, Dion, Bing Bong, wie die heißt da, mit ihrem Titanic-Scheiß-Lied. Der sich den ganzen Film zieht. Nur ein Lied. Nur ein einziges Lied. Denkst du, das kann doch nicht sein. So, Seil. Ich kann mir das nicht merken, so Namen von Liedern und vor allem, wie die heißen, die Interpretäten. Das ist nicht so mein Ding. Oh, für die Optik haben wir das schon mal fertig, weil dieses blaue Rahmending, da mag ich nicht. Das muss weg. Und auch rein damit. Boah, diese Änderung. Jetzt kommt die Kerze aber doch rüber, ne? Ach, scheiß Unheil. Geh wieder weg. Ein schönes Blumenbeet. Die Party war bei mir etwas später. Mit einem PC an Timi. Eine 2-Mann-Laden-Party. Ja, wow. Da haben wir wie die irren Modden kennengelernt, ne? Battlefield. 1942 gemoddet. Wie die Bekloppten mit 1000 Mods. Das war doch eine Zeit. Da konnte ja gar nicht online gehen. Ging ja nicht. So richtig jedenfalls. Battlefield 1942 online spielen. Ping 8 Millionen war ja normal. So gemütlich gemacht. eingemauert in... Ich glaube, ihr ist warm. Und dass er reinfliegt. Na ja, auch nicht. Ist sie noch am Schwitzen? In ihre Strumpfhose? Nee, ne? Das ist schön. Das, was das nicht schön? Warte schon bringt auf Dienstag. Was? Ich bin noch so jung. Ich bin noch, was nicht? Hab fast nur Schmerzen. War schon. Warte schon auf Dienstag? Was ist auf Dienstag? Das ist nicht schön. Ich hoffe, dass es nach der OP vorbei ist. Am Rücken bestimmt, ne? Das hört sich schon verdächtig nach Rücken an. Ich hab Kai. Ah! Kurzer Prozess, kennen wir nichts. So. Ein kleiner Spaziergang muss doch sein. Das kommt mir nicht klar heute. Tights. Grüß dich. Timi, chat mal eine Frage. Hast du das neue Son of the Song? Ja, habe ich. Ich will es aber nicht streamen oder als Video machen, weil es 1 Milliarde Menschen gerade machen schon. Ne? Würde mir nichts bringen. Also ich würde wirklich, die Leute würden gar nicht gucken. Ist einfach so. Ja, und spannend, ehrlich gesagt, sieht es doch gar nicht aus. Das sieht aus, als wie The Forest. Als ob sie einfach nur einen Mod für The Forest rausgehauen hätten, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich mega gehypt jetzt, ne? Das ist klar. Und jetzt ist angeblich der Wasserstoff locker. Da locken so ein bisschen die Zombies an mit der ganzen Lala hier, ne? Läuft auf meinem PC nur abgespeckt. Sonst schöne Grafik. Echt? Die Grafik habe ich gestern gar nicht so beachtet. Das Bausystem, wie er die 2 Flöcke auf die Schulter nimmt und dann mit den Pfeilen da bauen konnte. Das sah sehr interessant aus. Das Bausystem von Son of the Forest auf jeden Fall. Aber der Chris Play, den habe ich noch ein bisschen geguckt. Der wurde ständig von Zombies, von diesen Einwohnern angegriffen. Da war ja alle 2 Sekunden ein Einwohner. Wie viele haben die denn da? 1 Billion? Ja, das wird mir schon auf den Sack gehen. Du siehst Heisenberg sehr ähnlich. Das habe ich schon oft gehört. Ja. Das haben wir schon öfters gehört. Kann ich nichts dafür. Ich sehe so aus. Oh, das ist ein Würfchen. Hopp. Tolles Rudel, ne? Haut er sofort wieder ab. Einmal nicht überlebt hier, der Kollege, und schon haut er ab. Pressig, aber sehr, aber relativ günstig durch Early Access geht. Ich fand's teuer. Also man hat schon gemerkt, dass der Entwickler das da ausnutzt, dass er so bekannt ist mit seinen The Forest. Was auch genial war, muss man sagen. The Forest war genial, ne? Das kam also Early Access raus. Man konnte, was konnte man machen? Nichts Besonderes, ne? Man konnte ein bisschen bauen. Hat Spaß gemacht, das Holzhacken, und an den Stellen, wo man hackt, geht das Holz halt kaputt und so. War mal was Neues. Ja, und dann diese absolut krasse Story, die daraus entstanden ist, ne? Mit diesem Loch im Boden und dann bist du auf einmal, weil du spielst stundenlang in irgendeinem Wald und denkst nie daran, dass du irgendwann mal in ein Labor kommst. Da warst du echt fertig. Das kann nicht wahr sein. Voller Skill dazu gerade. Der Access finde ich jetzt teuer. Weil es ja gar nicht Early Access ist in dem Sinne. Als ob der Entwickler nicht wüsste, was er da baut. Ne? Eher ohne Witz. Die haben ein ganzes The Forest aus dem Early Access rausgeschaffen. Machen einfach The Forest nur nochmal. Nur jetzt mit neuer Erfahrung. Ne? Und natürlich viel besser als vorher. Und nennen das einfach Sons of the Forest. Das ist interessant gewesen, wenn sie das The Forest 2 genannt hätten, tatsächlich. Aber die bringen einfach dasselbe Spiel nochmal raus mit ein bisschen mehr Inhalt. Ne? Und ja, hätten sie auch anders verpacken können, aber die waren halt schlau, die haben das einfach jetzt als neues Spiel verkauft, ne? Eine Serie Lost, ja, auf jeden Fall. Passt besser. Ich gehe da immer kaputt, wenn ich da reingehe, an der Stelle, ne? Was denn? Für Early Access finde ich das teuer. Ja, was ist das? Fast 30 €, ne? Ich finde es für einen Early Access Titel teuer, aber er hat seinen Namen verdient. Sons of the Forest, die Entwickler, die haben sich das Geld verdient mit alleine dem Vortitel. Der war genial gut. Das war ein genial gutes Spiel. Oder das war noch zu Zeiten, wo Early Access Titel halt noch nicht so extrem heftig waren wie jetzt, ne? Früher war noch ein Early Access Titel ein Early Access Titel. Jetzt weißt du nicht mehr, will er dich verarschen oder... Ich will mal was sehen. Wollen sie dich verarschen oder ist es jetzt ein ernst gemeinter Titel? Jetzt weiß es ja nicht mehr bei Early Access. Bei denen weiß man wenigstens, was los ist. Die DLCs wo? Ja, irgendwie 8 neue Features habe ich gelesen auch schon. Es haut mich aber trotzdem nicht aus den Socken, weil es keine... Die erfinden das Rad nicht neu, die erfinden ihr eigenes Spiel nur nochmal neu. Das ist alles. Oh. Weit. Das ist mich auch nicht verderben. Falsch. Boah, was ein Lack, ey. Ich vergesse jetzt, dass ich ja die Musik mitschleppe. Die ist ja gar nicht so am Laufen. Die schleppe ich ja nicht damit. Nein, das ist nicht notwendig. Null. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Uhr. Die Uhrzeit zu wissen, bringt dem Spiel ja nicht viel. Du weißt, ob hell oder dunkel ist. Ne? Außer du bist jetzt ein Danny Trejo-Fan, ne? Dann musst du die DLC natürlich haben. Aber von dem war ich sowieso nie so ein Fan. Also, Charakterschauspiel auf jeden Fall. Kohle, ja, mit der Pump. Ich will auch nur mal ein M16 haben, damit ich das endlich mal fertig habe, dieses Teil, ey. Meinst du, findest du mal eine M16? Wann sagt das überlebt doch gerade? So. Fertige, gute Games gibt es ja leider kaum noch. Der Spieler ist Tester. So ist es geworden mittlerweile, ja. Von, selbst die größten EA und sowas, die machen das ja nicht anders mittlerweile. Ich finde es ja auch gar nicht schlimm, ne? Also hier das neue GTA 6 soll ja auch halbfertig rauskommen, ne? Und dann soll man warten, bis die Inhalte kommen. Aber bei denen kann man ja drauf sich verlassen, das zu kommen, ne? Ist ja kein kleines Unternehmen. Ich sag mal, Sons of the Forest triggert mich so ein bisschen, weil es einfach gar nichts anderes ist als The Forest, ne? Nur mit, ja, ihrer eigenen Idee nochmal verbessert. Und das wird halt gerade so mega gehypt, ne? Das ralle ich nicht. Warum muss das denn so gehypt werden? Und es gibt 1000 Early Access Titel. Es gibt, glaube ich, so viele Early Access Titel, die wir alle noch gar nicht gesehen haben, die wahrscheinlich 10.000 mal geiler sind als The Forest. Aber nie wird die einer finden, weil sie nicht gepusht werden von den großen Streamern und YouTubern, ne? Publisher und Entwickler, ne? Oder besser nur Entwickler ohne Publisher, das sind ja die vermarkten, keine Kohle hat, aber gerade nur entwickeln kann. Der wird nie genug Geld haben, um Werbung zu machen. Und ich sage euch dazu, große Streamer und YouTuber spielen hier für Kohle auf den Plattformen. Ne? Da kommt ein Entwickler und fragt, kannst du mal ein Spiel spielen? Dann sagt er, nö, mach ich nicht, wenn du mir nicht so und so viel Euro gibst, ne? Da sind die eiskalt. Sind nicht so doof wie ich, die Leute. Bei 7 Days muss ich mindestens 50 mal neu anfangen. Ja. Der 7 Days hat sich für mich gegessen, seit es halt Mods hat, ne? Also die ersten Mods waren ganz interessant, da hat man noch lustig zugeguckt und gestaunt. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist bei 7 Days to Die. Was ist jetzt noch die Vanilla? Was ist die Originalversion von 7 Days to Die? Weiß ich nicht mehr. Es gibt einfach eine Trilliarde Mods, ne? Das sieht in einer Kashi aus. Da geschrumpft im Spiel, ne? Ja, ging mir genauso, werd damit auch nicht wirklich warm. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Scheiße. Boah, das ist mir zu hibbelig, die Musik, ey. So, der sieht mich sofort wieder. Der ist ja ganz in der Marsch wieder. Okay. Na toll. Dann fliegt schon da raus. Sniper Skill. wenn wir eh schon in Musik rumlaufen, ne? Wir spielen auf einem eigenen Server und hoffen, dass die Alpha 21 bald kommt. Ich weiß nicht, spielt ihr aber die ganz normale Version, diese Vanille, oder spielst du 10 Milliarden Mods drauf? Jetzt habe ich ein paar Zombies angehört, glaube ich. Eine Sache, die man immer gerne vergisst, wenn man so Musik hört. Aber der Airfield ist nicht wirklich leer. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Tim, denkst du manchmal noch zurück an die Anfänge von SCUM? Die Anfänge? Ich denke eigentlich nicht an die Anfänge von SCUM. Also, wie es damals war, war es ja auch schon cool, ne? Da war Laufen ja noch normal. Da haben wir dann jetzt gemeckert, wo die Autos rauskamen, ne? Aber wie lange die auch draußen waren. Flugzeug fehlt mir immer noch. Kein Mod. Das ist geil. Weil Steffi, dass du da ohne Mods mir mehr Spaß macht, als mit diesen ganzen Mods, ne? Natürlich, darf man nicht vergessen, zum Beispiel ist Daisy ist ja eigentlich eine Mod gewesen, ne? Das ist ja nur dadurch entstanden. Daisy, ne? Dieses ganze Zombie-Survival-Zeugs. Na gut, das wäre auch ohne Daisy entstanden, ne? Das ist ja auch nur eine Idee gewesen von jemand anders. Was hat sie denn für Verletzungen jetzt? Vom Looten oder was? Weil ich das erste Mal seit Ewigkeiten keine Handschuhe mehr anhabe. Und schon tut sie beim Looten verletzen. Das ist ja interessant. Boah, ich will echt keine Block mehr haben, ohne Witz. Müllschuss. Schon wieder eine Strumpfhose rum hier im Spiel. Nur weil er warm ist. Das Spiel zwingt dich, sexy auszusehen. So unglaublich. Green Hell fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Nee, Green Hell war cool. Das habe ich damals sogar von den Entwicklern bekommen. Weiß ich noch. Das war eine ganz, ganz dolle Nische mit dem ganzen Infektionen und sowas. Was ist denn? Kann er mich denn sehen? SCUM ist auch noch ein Meilenstein von Spiele. Wenn die das alles machen würden, was sie sagen würden, ne? Anstatt hier diese Strumpfhose reinzupatchen, da könnten die echt was schaffen mit, ne? Da könnten die echt was erschaffen. Aber sie tun's nicht. Sie tun's nicht. Sie machen jetzt, ich weiß nicht, sie bauen einfach sich selber alles krumm und schief hier. Ich weiß nicht warum. Eine VSS, eine Diegel baue ich nicht. Ich habe zwar noch keine einzige. Jetzt nehme ich eine mal mit. Aber die findet man ja so oft in Airdrops. Aber die, wie gesagt, die Entwickler von SCUM sind momentan ja irgendwie auf der Schiene. Ich bin gar nicht im Bild. Wir machen das, was jetzt Erfolg bringt. Ne? Was auf Bildern und auf Statistiken Erfolg bringt. Ja, also das ist das Problem von denen, glaube ich. Ja, die haben dann so ein, keine Ahnung was, jemanden, der guckt im Internet, ja, hier, da haben sie viele Aufrufe drauf, da haben sie viele Aufrufe drauf, das gefällt den Leuten. Titten, Titten, ah, Titten, nochmal Titten, auch guck mal, noch mehr Titten. Also wir brauchen einfach nur noch mehr Titten, dann ist alles gut. So, und Ja, so machen das ja auch viele YouTuber, ne, muss man ja leider sagen. Jetzt bringt mir nicht wirklich den erhabenen Platz, ne? Ja. Bevor sich aber alles findet. Storyline von Green Hell hatte definitiv mehr Potenzial als Forest. Ich habe die Storyline nie gespielt, tatsächlich nicht. Also ich habe so Green Hell einmal in der Alpha angetestet, ich hatte ja nie die Zeit dann dafür, dass irgendwie mal so... Also wenn ich das Let's Play gezockt hätte, natürlich. Aber sonst habe ich das einfach so nie gesehen. Vielleicht mal so ein Titel, den man einfach so nebenbei einfach mal zockt, aufnimmt, Let's Playt und mal guckt und dann die Folge einfach raushaut, ne? Jetzt mal Arbeitshandschuhe anziehen, damit wir uns nicht tot looten. Also was gibt's Besseres als Arbeitshandschuhe? Ich glaube gar nichts hier, oder? Schalldämpfer für eine Dings. Für einen Hunter gefunden. Für eine Hunter, für eine M1. Boah, die sind so beladen, die ist schon wieder, läuft schon wieder mit einem krummen Buckel. Oh. Das ist eigentlich relativ weit weg, ne? Zu laut. Fährt ein Auto. Ja, überlebt. So selten, dass ich diese Erfurt überlebe. Oh. So. Ah. Da kommt wieder Herz angeflogen. Ich bin beim Bauen ohne Handschuhe gestorben, hatte C2-Infektionen und nichts dagegen. Ja, das ist dämlich, ne? Also sind sie ja immer noch am Patchen. Und danke für dein Follow. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Irgendwas mit Dubbing und dann am Ende muss. Bin noch nicht... Was? Bin noch von dabei. Du schreibst mit dem Handy, man merkt's. Tino, die Steffi hat morgen Geburtstag, ne? Falls du an so eine Anständigkeiten denkst. Oh. Warte, wie schnell hast du jetzt darauf geantwortet? Oder war das eine andere Frage? Verstehe nur Bahnhof, was das mit dem Spiel auf sich hat. Was meinst du denn? Über andere Spiele teilweise jetzt. Ja, war schon richtig. Oh, cool. Ich werde gesucht. Das erklärst du mir mal in Ruhe. Was denn? Was soll ich denn in Ruhe erklären? Los, beantworte meine Fragen. Tim, bitte denkt, bitte dran denken, Männer morgen, was? Morgen ist Frauentag? Oh, ich habe Dienst morgen. Das kann nicht wahr sein. Nee, ich habe morgen Dienst und wäre auch nicht gekommen. Ich muss arbeiten. Morgen ist Weltfrauentag. Ich warte auf Blumen von dir. Ich wüsste nicht mal, was du für Blumen magst. Ich habe die Schokolade mitgebracht und du hast gemeckert. Die bringt dir gar nichts mit mehr. Wenn eine Frau meckert, dann bringt man nichts mehr mit. Dann lernt man ganz schnell, Ich weiß auch wieso. Nee, ich weiß nicht wieso. Wieso ist der Hampelmann da oder was? Das glaube ich nicht. Das wird meine Mama nie zulassen. Guck mal links und rechts, ne? Man weiß ja nie hier. Ich hasse Schokolade. Jetzt weiß ich es ja. Der Kai, der hört genau zu. Ein Hoch auf die Frauen. Jawohl. Wer würde sonst unsere Kinder austragen? Aber ein weiser Mann sagte mal, traue niemanden, der eine Woche im Monat blutet und nicht stirbt. Ne? Arschus. Oh. Also einmal den LKW... Die Olga LKW machen hier. Wir sind so beladen. Fühlt das mal an. Sogar ein Sniper dabei. Was denn das? Habe ich was überlesen? Keine Ahnung. Ich weiß, wie ich deine Mama, wie deine Mama dazu steht. Was denn? Meine Mutti ist morgen da und will mir Berichte starten. Ne, meine Mama erlaubt das nicht, dass er da ist. Hat sie mir jedenfalls gesagt. Was ich aber auch mittlerweile ziemlich für Latte halte, ne? Also wie Kaffeelatte. Ist halt die Ex-Frau, ne? Dass sie, wenn die irgendwann mal 9 hat, hat sie halt 9. Das ist Leben. So, wir lassen mal hier ordentlich fett triefen. So, was ist echt Bombe von der, ne? Oh, ich will mit dem Rucksack vielleicht 1 Meter laufen. Da liege ich schon auf dem Boden, fußlos. Wo ist eigentlich euer Bike? In der Garage. Ich wollte was zu Fuß machen. Was Schönes zu Fuß. Na, guck mal, was Schönes dabei rumgekommen ist. Hat sich ja gelohnt, ne? Also mit Steinmesser vor allen Dingen. Arbeiten und craften. Das wäre das hier, ne? Vor allem so nah vorbei. Da gilt die Richtlinie, was die Richtigkeit, was? Deine Mama kann sich nicht damit anfreunden, aber lassen wir hier und telefonieren mal. Ja, genau. Ist auch in Ordnung, dass meine Mama das nicht kann. Oh, das war eine Störung. Das hat mich sofort da rausgehört. Aus dem Ding. Oh, was ist denn da drin? Da ist meine Rampe. Sie bleibt und bleibt und bleibt. So ist die Bombe schon zu Fuß. Ja, ich weiß. Das sieht immer alles so nah nebeneinander aus. Das ist einfach das Problem, ne? Dass das natürlich dann im Endeffekt ganz schön laufig ist, weiß man erst dann wieder, ne? Aber man verliert das Moped wenigstens nicht, ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, alles verlierst und bist du in so einer aussichtslosen Situation, da bist du ja froh, dass du das Moped dann in der Garage hast und kannst du einfach zu Hause spawnen. Für die ist die Geschichte. Boah, erstmal kurz entfernen. Meine schöne Bücher, was ist das denn hier? Aha, guck, siehst du, jetzt brauche ich doch nicht mehr holen. Was? Bin so K.O. Brauchst ist der Piekser. Obwohl ich gute Arbeitshandschuhe an habe. Ich glaube, das ist leer. Das ist halt ein mega Sound von den Gewehren. Die Gewehrsounds, die sie da eingespielt haben, also die sind echt gut. Muss ich sagen. Das M1 und das K98, auch die modernen Waffen, die hören sich alle sehr realistisch an. Da, das ist ja auch mal, was sie da ordentlich an Arbeit reingeschickt haben im Spiel. Das vergessen wir als Zuschauer und Nutzer einfach mal ganz gerne, dass die Entwickler da auch ganz schön viel Power reingebracht haben im Spiel, ne? Mit den Waffen alleine. Ja, und alle müssen repariert werden. Wo ist das hingekommen? So. Ach, Rauch bin ich mit dir. Mist. Wenn ich schon Interesse habe, das mit zu füllen. Schuss. Das ist schon ein Batzen, sage ich euch. Außerdem ist das Trommelmagazin, der Aufbau, ultra interessant, ne? Wie funktioniert das Scheißding? Ich schnall das nicht, dass da echt immer eine Patrone nach oben gedrückt wird. Ein bisschen zum Aufwerten. Gruß. Dankeschön, Boris. Das reicht nicht. So. Oh, warte, muss gleich ein bisschen niesen. Aber ganz gesund bin ich auch noch nicht. Das mit an der Wand hängen jetzt mit dem Ding, ne? Das wird vielleicht lustig. Gehen. Nein. Waffen. Träumchen. Auf der Haut gut, muss ich sagen. Ah ne, das schleppe ich da mit. Blödsinn. Ja. Boah. Dankeschön, DLW, dankeschön. Und Kai. Und dankeschön, Manu. Wahnsinn, dankeschön. Ist der Wahnsinn? Oh, was piept, ey. Das ist ja furchtbar. man darf nicht zu spießig sein mit seinen Kisten, ne? Das ist wichtig. So, jetzt habe ich ja unten an der Wand hängen. Falsch. Wo ist die AK? Da. Wie sieht das damit aus? Hammer, oder? Dass das dran geht. Das sind 75 Schuss. Und ich sag mal jetzt hier, Dauerfeuer im Einzelfeuer mit dem Scope ist ja fast schon eine Sniper. Und das 75 Mal. Alter. Was ein Willermann so, ne? Da kannst du ja auch noch einen Scope drauf machen, langes. Gut, die schießt nicht so präzise wie in einem M1. Aber mein Ohr. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Ossi, grüß dich. Das sind Spiele mit den V-Cock. Nein, Quatsch. Zählt auch als Sniper, ehrlich? Ja gut, der hat vierfachen Zoom, ne? Keine Frage. Ist echt was drin? Ach, guck mal. Sieht geil aus, ne? Für Tino. Der liebt das auch, genauso wie ich. Ein Traum. Das Geräusch, ne? Aber ein Elend, dass man danach den Clip auf dem Boden liegen lässt. Er fällt halt raus. Das ist halt realistisch, ne? Da kann man sich nicht beklagen. Auf See und Dankeschön für 400 Bits. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Allein die Animation des Ladens. Ein Traum. Ja. Ich weiß nicht, wie oft die Amerikaner sich da den Finger geklemmt haben. Das möchte ich gerne mal wissen. So. Schön. Meine schöne Wand. Ah, es ist eine schöne Wand. Ich mag meine Wände. So. Das ist mir Discord, genau. Spielst du am PvE-Server? Nö. Wir sind nur halt sehr lieb hier auf dem Server tatsächlich. Tun uns gegenseitig eigentlich nichts. Wenn es nicht sein muss, muss man sich nicht töten. Haben wir uns so einfach so entschlossen drum. Wenn man schon mal was kriegt, dann soll man es auch nutzen. So eine Spenden hier, ich brauche nur ein BH. Perfekt. Aufgrund von starken Schwitzen kein BH. Wieder was gelernt. Was war das? So, Seil. Ich habe kein Schneidwerkzeug, gar nichts dabei. Kein Messer, kein gar nichts. Ja, hier. Und einpacken Munition noch dabei. Das war ja nur das Äußere, Innere. Dankeschön für den Resub, Kuli. Vielen, vielen Dank. Beste Geburtsjahr aller Zeiten, 1982. Man könnte sagen, was er wollte. Es gibt kein besseres. Oh, ich habe keinen Bock, jetzt Holz zu holen. Ich mache aber echt nur den. Ist auch wieder falsch rum, ne? Ja, völlig vergessen habe, wo ich die Axt hingetan habe. Oh nein, jetzt komme ich da nicht rein. Wie doof ist das denn? Oh. So nämlich. Okay. Okay, okay. Oh, ich hab eine Schrotze am Buckel. Sind wir auch noch da oder nicht? Nein. 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 Der ist doch da. Mal zu gucken, wir haben das Sofa. Ja, hört sich gut an. Ich muss auch gleich Feierabend machen, weil ich gleich einkaufen muss noch. Gestern kurz vor Feierabend wurde dieser Supermarkt, in den, ja, über den ich wohne, ausgeraubt. Ich glaube, dass sie jetzt sehr aufgeregt sind abends, wenn da einer einkauft. Mit Glatze und so, ne? Dass sie jetzt eine Angst haben. Aber ich denke mal, dass die Polizei da jetzt aufpasst. Oder dass der Verbrecher nicht so doof ist, dass zweimal hintereinander seinen Laden ausraubt. So, erledigt. Wunderschönchen. So. Wieder ein bisschen mehr aufgewertet. Das ist immer was. Mehr ist mehr, ne? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist das Problem. Das wäre bestimmt nicht weggenommen, glaube ich nicht. So. Dann will ich an der Stelle nämlich das Mädel mal eine Pause machen lassen, weil die hat heute echt viel geleistet, muss man sagen. Ne? Ganz schön viel. Und Blumen für Madeleine, ja. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Boah, der kann jetzt schneller als ich, ey. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und sage an der Stelle, wie gesagt, ja, wie gesagt, musst du einkaufen, musst du für die Arbeit Essen haben. Ein wunderschönen Dienstagabend. Heute ist ja Dienstag, ne? Ich gucke mal, wer online ist. Ich will nicht mich selber hören. Das mag ich nicht. Abwehrerkennung. Es spielt überhaupt keiner irgendwie was hier von uns, den ich kenne. Das ist gruselig. Die haben immer alle schon so viele. viele Follower und Zuschauer, das lohnt sich ja nicht. Ach, ich nehme mal einen Hirnschuss, mal gucken. Vielleicht erkennt er mich ja wieder nach ewig langer Zeit. Wir sind ja nur ein Netzwerk. So. Einfach mal was Größeres nehmen. Dann würde ich an der Stelle sagen, Red beginnt. Ich sag, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen wieder im Stream. Und dann wird es ein bisschen haarig, was das Wochenende betrifft. An der Stelle dann, wie gesagt, einen wunderschönen guten Abend. Los geht's, Raid.